Politik aus? Ist die Schweiz noch mit irgendjemandem verbündet? Ja, mit ein paar Leuten um sie herum. Und diese Leute, die ich auch noch erobern will, sind Vasallen von Österreich. Okay. Ich will eigentlich, also ich strebe nicht an, wieder Krieg gegen Österreich zu führen oder so. Aber Rückeroberung der Schweiz wäre natürlich trotzdem was Nettes. Auch wenn es vielleicht wieder zu Krieg mit Österreich führt. Und Krieg mit Österreich ist, wie wir wissen, nicht so gut. Aber ich habe eine Idee. Okay, wir können hier leider keine Patrioten, Nationalisten oder ähnliches finanzieren. Vielleicht aber ja hier. Nein? Wieso geht denn das nicht? Komisch. Auch nicht. Hier. Naja. Hier. Auch nicht. Nirgends kann ich Patrioten oder Nationalisten gegenwärtig machen. Ist natürlich schade. Aber naja. Alles halb so wild. Will ich in Metz eine Kernprovinz? Ganz ehrlich gesagt, nein. Andererseits, ja, die Beziehung ist mir auch ziemlich egal. So, hier können wir jetzt... nein, das will ich natürlich nicht. Warum geht das nicht? 1643, und zwar dem welchigen Tag? 11. Juni. April haben wir, also nicht mehr lange. Mai. Juni. Gut. Sehr unwahrscheinlich. War klar. Okay, wir sehen uns dann also eher später wieder, also bis später. Juhu, sie haben endlich angenommen. Gehört also jetzt dieses kleine Stück Land hier uns. Und wir können mal in Stabilität wieder investieren. Haben wir eh schon länger nicht gemacht. Hey, ich... Ach, dumme Flotten. Technologie. So, hier verlassen wir sofort das Reich. Und sobald die Stabilität wiederhergestellt ist, habe ich einen Plan. Hey, verbesserte Einheitentypen. Tja, gerne. Habe ich einen Plan? Nämlich will ich noch diese drei Gebiete erobern und dann fehlen mir eigentlich nur noch, eigentlich wirklich nur noch Böhmen. Bis ich in Europa so ziemlich dann alles habe, was ich will, sozusagen. Und ich hoffe, dass ich diese drei Gebiete ohne einen weiteren Krieg gegen Österreich irgendwie erhalten kann. Aber ich befürchte fast, dass Krieg mit Österreich noch einige Male passieren wird in diesem Let's Play. Wir haben 1646, 150, ja, 170 Jahre bleiben uns und 250 haben wir. Also wir sind ein Stück über der Hälfte. So ungefähr. Das heißt, Österreich gerade im Krieg? Naja, nicht wirklich. Aber so... So lala. Okay, ich wollte noch warten, bis die Stabilität sich erhöht. Sollte bald geschehen. Und zwar, wann genau? Jetzt. Gut, Stabilität erhöht. Spiel speichern, Deutschland, okay. Okidoki. Hihi. Gut. Dann. Auf gegen die Schweiz. Nicht wahr? Ja, ich glaube doch. Jo. Totally, weil gegen euch wäre ja doch einiges schmerzhafter von den Alliierten her. Also gegen euch.
Ja, und wir brauchen unsere Alliierten natürlich auch. Und hoffentlich steigen Portugal und Österreich nicht ein, denn ich will nicht meine... Das hier soll bitte mal etwas unten bleiben. Ich versuche wieder mal einen Krieg ohne selber Soldaten einzusetzen zu gewinnen. Hoffentlich funktioniert es auch. Puh. So. Auf meiner Seite kämpft die halbe Welt, auf ihrer Seite kämpft genau Burgund als einzigster, einziger Verbündeter. Okay, das lief also nicht so gut, denn ich wollte ja Baden auch dabei haben. Irgendjemand Militärminister. Ah, okay, Baden ist auch drin. Sehr schön. Gut. Und ich mache jetzt wirklich den Test. Heißt, im Krieg zu sein, automatisch Kriegsmöglichkeit zu erhalten. Derzeit bekommen wir minus 0,14 durch unseren Herrscher. Und ich werde meine Armee nicht einsetzen, höchstens wenn es wirklich ganz brenzlig wird, die Situation und Lage, aber solche Entwicklungen erwarte ich gerade nicht mal im geringsten. Hey Kurland, das könnten wir gut brauchen, um hier mit Riga eine Verbindung herzustellen. Und dann könnten uns endlich diese ganzen Vasallen hier auch helfen, aber naja. Magistrate haben wir wieder mal mehr als genug. Ich sollte nicht so oft sagen, das ist so ekelhaft. Immer Bauen wir mal hier ein vor. Und hat eigentlich irgendeiner meiner ganzen Vasallen und Verbündeten vor, irgendeine seiner Armeen zu aktivieren? Also einzusetzen, meine ich damit natürlich. Offensichtlich sogar ja. Wie viel mehr könnten wir eigentlich? Ja, wir könnten schon wieder fast zwei neue Armeen dazu rekrutieren, aber das ist wirklich nicht notwendig und wäre pure, reine, blanke Geldverschwendung. Und niemand soll mich einen Verschwender nennen können. Wir behalten den mal. Toll. Ja. Alles nur nicht Kriegsmüdigkeit ist inzwischen in diesem Spiel schon fast mein Motto. Kann ich den Burgund, frage ich mich gerade. Weit nicht. Aber ich glaube fast, dass ich Burgund lassen will. So als Schutzschild gegen Österreich. Wobei, wenn sie sich verbünden, vielleicht wäre es doch klüger, ich zerstückle Burgund. Haben wir schon Kriegsmüdigkeit dazu bekommen? Nein, man kann Kriege ohne Kriegsmüdigkeit gewinnen, indem man seine Vasallen kämpfen lässt. Schade nur, dass ein Krieg gegen Österreich von meinen Vasallen wohl kaum gewonnen werden kann. Obwohl Brabant zum Beispiel inzwischen doch schon relativ große Macht hat. Hey, euch wollen wir annektieren. Wohlan, sprach ihr. Und dann hätte ich noch ganz gerne Bern und dann bin ich auf dieser Seite eigentlich mit dem Erobern fertig und mir fehlt nur noch Böhmen zum Glück. Also ich meine, damit ich glücklich bin. So, ein paar Kunstwerke. Ich muss hier voll aufpassen, dass ich nicht versehentlich das oder das klicke und mein ganzes Geld rauswerfe. Habe ich gerade mein ganzes Geld rausgeworfen, oder? Naja. Nein, ich habe nur Kunstwerke bestellt. Okay, sehr gut. Oh, wie dumm von mir. Wie dumm von mir. Und gleich bekomme ich wieder Stabilitätseinbuße, weil hier noch Gebiete im Reich sind. So, erobert doch mal Bern, bitte. Okay, einen haben wir wieder. Ja, nehmen wir eben dogmatisch. Bevölkerungswachstum finde ich ganz okay. Bern sollte also bald fallen, wie es aussieht wohl. Ich hoffe es. Und ich glaube, ich bin bisher noch relativ ohne Kriegsmüdigkeit in diesem Krieg. Ich hoffe es auch.
Freihandel, Magistrat. Sehr schön, dann haben wir jetzt schon die nötigen Magistrate für keine Stabilitätseinbrüche. Oh, und hier haben wir auch was zu tun. Bitte nicht Stabilität. Ach, danke, 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 Welt. So, Bern ist ziemlich hartnäckig. Aber letztendlich wird es irgendwann auffallen. Wobei dieses irgendwann wohl noch in einiger...